Moin Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch heute mal anhand dieser Schuhe zeigen, wie man seine Fußballschuhe bzw. auch Bälle, kann ich für Spiele auch mal zeigen, wieder sauber bekommen kann. Denn ihr wisst, wenn man auf einem Kunstrasen spielt, setzt sich dieses Granulat, also dieses schwarze Zeug, in den Schuhen fest oder am Obermaterial und sieht einfach unschön aus. Und mit normalen Hausmitteln kriegt man das eigentlich auch nur sehr schwer raus. Man sieht es hier, es geht eigentlich kaum ab. Und von daher wollte ich euch mal einen kleinen Trick teilen bzw. mal zeigen, wie man das Ganze sehr, sehr einfach wieder wegbekommen kann. Die Hauptzutat für dieses Tutorial ist so ein Radierschwamm, also ein Schmutzradierschwamm. Ich denke mal, das gibt es in jedem normalen Laden. Einfach mal vielleicht fragen. Man nimmt sich so einen Schwamm dann raus. Hier sieht man schon auch einen, der etwas abgenutzt ist, das macht aber nichts. Und dann feuchtet man diesen an. Ich werde es jetzt anhand eines Fußballschuhs mal zeigen. Also etwas anfeuchten den Schwamm, dann das Wasser wieder rausdrücken. Und hier sieht man eigentlich ziemlich gut der Dreck von dem Schuh. Und dann setzt man leicht an und macht es wie mit so einem Radiergummi. Nicht zu viel draufdrücken, sonst könnt ihr vielleicht auch das Obermaterial abnutzen. Das soll ja nur den Schmutz entfernen. Und ja, einfach wischen, wischen, wischen. Das dauert ein bisschen, aber ich denke mal, man sieht schon so die ersten Erfolge. Auch vielleicht kreisrunde Bewegungen machen, einfach wie beim Zähneputzen. Ist an sich auch nicht so schwer. Und ich denke, man kann es schon ziemlich gut erkennen. Und ja, das Ganze wird dadurch auf jeden Fall wieder schön weiß, praktisch wie bei einem neuen Schuh. Das Ganze soll natürlich auch bei Lederschuhen funktionieren, nur würde ich da aufpassen, dass man das Ganze auch nicht zu nass macht. Leder ist da um einiges empfindlicher als ein normaler Synthetikschuh. Und von daher würde ich auch wenig Wasser verwenden und auch wirklich ganz, ganz einfach drüber gehen oder ganz leicht, damit ihr nicht die Oberfläche von dem Schuh angreift, sondern eigentlich nur den Schmutz. Der Trick funktioniert natürlich auch bei Bällen bzw. ja, bei diesen Verschmutzungen, die man so durch das Granulat hat auf Kunstrasen. Wieder einfach Schwamm kurz anfeuchten. Hier haben wir die verschmutzte Stelle, die werde ich jetzt mal kurz behandeln. Ja, und ich denke mal, man sieht es deutlich geputzt und ja, die normalen dreckigen Stellen. Funktioniert auf jeden Fall sehr schnell, dauert vielleicht etwas bei einem Ball, weil einfach viel mehr Fläche da ist, aber ja, für Leute, die es gerne vielleicht wieder in die originale Farbe kriegen wollen, ist auf jeden Fall eine lohnende Investition. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das weiter verbreitet bzw. das Video bewertet oder kommentiert, ob es für euch geklappt hat. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen und viel Erfolg beim Putzen. Danke und bis zum nächsten Video. All my killers,